Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wir sind gerade unterwegs auf der Ebene 95. Wir suchen Tintenkinder und das am besten ganz schnell, weil wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben heute noch einiges anderes vor. Willi braucht sein Geschenk und Sebastian braucht eine gefrorene Träne und ja, und eigentlich wollte ich heute noch zu dem guten Clint gehen und dem was, ja, und den Idioten öffnen. Das können wir natürlich auch an jeden anderen Tag auch machen, aber ja. Und wir müssen natürlich dann zu Rasmodius noch runterlaufen. Boah, der hat uns jetzt schon beinahe gekillt, dieser scheiß Tiny. Okay, der kommt hier, glaube ich, nicht durch. Ich hätte gerade echt gern Bomben. So viele Bomben. Und wir müssen noch ein paar Blitzableiter eigentlich in unseren Garten aufstellen. Das ist noch das Nächste. War heute gewittert und wir wissen ja nicht, ob es nochmal anders gewittert und dann hätten wir nur eine Batterie, wenn es läuft. Und ja. Ich weiß gar nicht, ob es im Herbst nochmal gewittern kann. Also im Winter safe nicht, aber ansonsten bin ich mir nicht so sicher. Oh, da ist einfach mal ein Feuer quasi. Okay, und der Idiot dann noch. Gibt es hier ein Tintenkind? Und den Quarz, und wir haben so viel Quarz einfach. Ja, das interessiert mich. Ich muss mich jetzt echt beeilen, also das Gold lasse ich jetzt mal liegen erstmal. Weil ich es nicht brauche. Schauen wir mal, ob da unten noch da was rumliegt. Ah nein, kein Tintenkind. Gut, einmal nach unten. Komm, ich brauche doch nur ein Tintenkind noch. Mehr ist es doch nicht. Also ich weiß schon, dass mir die selten begegnet sind, aber so selten hat geht's auch nicht mehr in Erinnerung. Das sind gleich zwei Stück auf einmal. Und ja, dahinter. Ich könnte mich hier gerade alles killen. Ja, ich muss den Schleim killen, sonst killt er mich. Aber wir hauen jetzt einfach mal ab, oder? Es sollte Bling gemacht haben, oder? Okay, ja. Wir gehen. Wir gehen ganz schnell nach Hause. Mehr habe ich gar nicht. Ich will den Dia da unten gar nicht. Bevor ich hier sterbe, gehe ich. Gut. Dann einmal schnell an die Bushaltestelle. Und dann sollten wir das eigentlich alles noch hinkriegen. Sollten wir sogar noch zum anderen kommen. So, verfeinertes Quarz schon mal. Haben wir hierfür was? Ja, ein bisschen was davon. So, dann brauche ich die Fledermausflügel und das Eisen. Wie der Folge war, was habe ich hier gekriegt? Das Gesicht ist unbedeckt, um den Luftschwung zu erhöhen. Was ist das? Ein Helm? Ah, okay, ein Helm. Haben einen Helm gefunden. Nehmen auch mal damit ran. Gut, und dann noch die zwei Quarzis. Jetzt hatte ich noch mal zwei von den Blitzableitern bauen können. Genau, der eine ist schon mal voll, das ist schon mal sehr schön. Okay, dann kommt das da wieder rein. Und ich bräuchte aber ganz dringend noch ein bisschen, noch ein paar mehr von den Eisenbahnen. Ich habe keine Eisenbahn mehr, ganz ehrlich. So, wo könnte man die noch wunderschön aufstellen? Hier kommt einer hin. Die müssen ein bisschen getrennt voneinander aufgestellt werden. Da hinten stellen wir auch hin. So. Sollte schon mal gut sein. So. Und dann tun wir jetzt unser Schwert schnell weg. Unser Ding. Und dann nehmen wir. Brauche ich nur das hier. Dann eine gefrorene Träne brauchen wir und ich brauche noch ein Quarzfüßchen für den Willi. So, jetzt müssen wir schauen, was brauchen wir alles fürs Museum. Was brauchen wir alles? Vielleicht kommen wir dann heute sogar noch hoch zum Verkaufen. Okay, Omnidioden. Das haben wir dann wohl schon. Das können wir eigentlich verkaufen. Dioden, Dioden. Haben wir noch irgendwo was, was runter, runter. 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 Okay. So, der zweite Blitzableiter schon mal vor. Okay, wir haben drei Blitzableiter, das reicht. Drei Batterien, das sollte ausreichen. So, Stadt.
Ich habe in Erinnerung, dass uns, glaube ich, Maho sogar noch einen schenkt. So. Hallo, Gunther. Warte, was? Das Museum schwimmen. Ach, ich kann da noch eine Belohnung abholen. Upsi. So, ich kann noch irgendwas mitnehmen. Mundprobe. Neue Folge. Und hier noch so ein Quarzi, weil ich den anderen Quarz bringe. Der dazu. Hol ich später. Ich muss jetzt eh noch mal ein bisschen Dioden aufbrechen lassen. Mal schauen, vielleicht ist in den Omnidioden ja noch ein bisschen Iridium drin, wie letztes Mal. So, Dioden aufbrechen. Hier. Hast ein paar. Schiefer! Keine Ahnung, habe ich noch nicht. Geisterkristall. Habe ich auch noch nicht. Obsidian. Das habe ich auch noch nicht. Stein. Opal? Hexenstein? Nee, Nikuit. Das ist Zwergenschreibgerät, das kann ich schon sagen. Kannst du noch aufbrechen? Lehm, geil. Kohle. Wieder richtig in den Schrott rausbekommen. Bisschen Gold. Ist jetzt auch nicht mehr so wichtig inzwischen. Bisschen Eisen ist auch total uninteressant geworden. Noch ein Gold. Komm, und jetzt noch was Geiles. Ja. Kohle. Feenstein. Irgendwas mit A, glaube ich. Nee, Ozeanstein. Gold. Und Yes Piece? Nee, Lunaid. Ja, keine Ahnung, wie die ganzen Steine da heißen. Also ich denke, ein richtiger Stardew Valley-Kenner kennt die ganzen Namen von den Dingern, aber ich bin leider nicht so toll. Kenne die nicht auswendig. So, an das Museum spenden. Ich habe da ganz viele hässliche Steine. Okay, die sammeln sich da unten weiter. Ganz viele neue Belohnungen gibt es angeblich. So. Nehmen wir den Markt nicht mehr mit. Okay, da habe ich ja schon mal eine Kürbissaat, eine Hühnerstatue, ein Skelett, eine Dekoration, eine Vogelscheuche und noch eine Dekoration. Okay, das sind die Kürbisse haben ehrlich gesagt am geilsten. Schauen wir runter zum Willi. Und den Rest an Stein können wir dann verkaufen. Natürlich kriegt dann noch Sebastian schnell seine gefrorene Träne. Und dann. Da gehen wir dann in der Zwischenzeit kurz heim, weil ich was anderes noch vorhabe. Weil, wenn ich da eh schon hochfahre, dann kann ich auch kurz zu den Abenteuerfelde gehen. Boah, was sieht da schon wieder aus für mich? Ich habe keinen Bock dahinter zu gehen, weil ich keinen Platz im Inventar habe. So. Hallo, Willi. Ich habe gehört, du hast Geburtstag und du magst es. Ein kurzes Geschenk, das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. So, ja, also es war was, was er halt mochte. Also nichts, was ich über Skype fand, so was er mochte und fand ich dann in Ordnung. Und zu Rasmodius müssen wir heute noch, aber das können wir ganz spät machen. Und dann fällen wir einfach ein paar Bäume. Können wir dann schon mit der Axt da runtergehen. So, dann haben wir auch eine neue Frühscheuche. Ich habe eh mal Angst, dass unsere nicht reicht. So, können wir unser Haus schön dekorieren. Einmal schnell da drüben. So. Der hat noch nichts angefangen, aber ich denke, der nächste Blitz geht dann auf ihn. Haben wir irgendwas flüstern? Nein. So, da irgendwas. Okay. Das heißt, wir können dann die Deko schnell aufstellen. Das habe ich als Deko, das habe ich als Deko. Das hebe ich tatsächlich mal auf, weil es gibt so ein Rezept, wofür man es dann braucht. Die andere stelle ich dann auch auf. Okay, also mit Bärenschnitzerei finde ich tatsächlich sehr hässlich. Verdeckt auch wunderschön die Pflanze. Ich verdecke mal damit den Tisch. Ein Skelett noch. Eine Vase. Einfach eine Hühnerstatue, weil ich ja so ein Hühnerfreund bin. Und mein Hund ist mal wieder in meinem Bett. Ja. Ich stelle einfach mal hier noch eine Scheuche auf. So. Dann verkaufen zwei Steine da. Und den ganzen Schmarrn. Genau, das Zwergengerät hebe ich mal auf. Und dann nehme ich noch
die ganzen Sachen zu verkaufen wird. Ich brauche noch meine Ränder, die muss ich auf jeden Fall hochbringen. Und dann brauche ich... Das brauche ich alles nicht mehr. Den hebe ich mal auf, weil es ein Sonderstück war. Ringe brauche ich mir, die Stiefel brauche ich nicht mehr, den Knüppel hier brauche ich nicht mehr. Was war das jetzt? Das war das, was ich gerade bekommen habe, aber was so langsam ist. Das habe ich weg. Okay, ja, mehr ist glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht. Gehen wir es erstmal nach da oben, kaufen das. Und dann gehen wir zu Rasmodius runter und dann filmen wir ein paar Bäume. Stressig so ein Tag in Stardew Valley. Minen. Einfach nur, weil ich immer alle Aufgaben erfüllen möchte. Das ist halt auch Freundschaft bringt, das muss man auch dazu sagen. So. Einmal da rein. Hallo, ich habe was zu verkaufen. Also einmal habe ich ein rostiges Schwert. Zahlreich, ja, Ballrute, Anbrecherstecher, also eine Ringe, die kleinen Ringe, Tundra-Stiefel, Holzknüppel, so ein Schwert. Okay, das habe ich schon ordentlich Geld gebracht. Hier, das wäre noch ein bisschen besser als meins, aber meins ist sogar besser. Mhm. Okay, ja. Ich würde sagen, das passt. Haben wir da irgendwas, was wir demnächst schaffen? Fledermaus, Skelette hätten wir fast. Butler! Gut, dann gehen wir jetzt zu... Ach, die Schleuder kann ich gar nicht verkaufen, okay. Ja, dann wird die halt behalten. Werde ich nie benutzen, aber okay. Jetzt haben wir ein bisschen Platz gemacht und haben noch dazu echt viel Geld verdient. Jetzt müssen wir erstmal zu Sebastian. Dann gehen wir zum Zauberer und dann wird das alles... Okay, er ist nicht da. Wo läuft Sebastian an einem regnerischen Mittwoch so rum? Ist er rauchen? Normalerweise nicht. Normalerweise hockt er doch da am Strand rum, oder? Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich glaube, Sebastian war tatsächlich um diese Uhrzeit am Strand. Ich habe natürlich jetzt Zeit, am Strand runterzukommen. Ich sehe schon das Baumfell in Gefahr. An einem regnerischen Mittwoch, wo kann ich Sebastian da rumtreiben? Ich glaube, ich habe den echt ein paar Mal am Strand unten am Steg stehen sehen. Okay, das ist Alex. Willi geht gerade da rein. Geht jetzt doch bestimmt 100 pro Grad heim und jetzt verpasse ich ihn voll. Ich glaube nicht, dass er so lange da unten rumstand. So, ich hoffe natürlich nochmal auf einen Regentag und so einen Gewittertag, dass wir nochmal ein paar der Dingsies kriegen. Okay, da ist er nicht. Was sagst du mir, wo steckt Sebastian? Wo ist hier? Meine App, hier ist meine App. Bewohner Sebastian. Sommer. Hi. Geh zurück nach Hause. Das sollte jetzt zu Hause sein. Cool. Läuft. Gut. Den kriegt er morgen. Wir gehen jetzt zum Rasmodius. Dann noch da unten, dann müssen wir halt schnell Bäume füllen. Jetzt muss da halt ein bisschen werden. Okay, da schon mal nicht. Da auch nichts. Morgen kriegt er halt dann diese gefrorene Träne und er soll sich dann drüber freuen. Ganz ehrlich. Nichts seines Zufall. Edelwicke, schön. Ach ja, wenn der Zauberer nicht so außerhalb wohnen würde oder halt eine Bushaltestelle vor seiner Tür haben würde. Das wäre halt sehr angenehm, aber das hier ist nervig. Hallo Zauberer. Ich krieg 700 Geld von dir. Die Elementare sind zufrieden mit deiner mit der Arbeit, die du erledigt hast. Hier ist eine Bezahlung versprochen. Steigt bis halt auch nicht mal irgendwie hoch, aber das ist irgendwie alles scheißegal. So, 700. Jetzt haben wir 11.000 Geld. Ich hoffe, dass es noch mehr wird. Ich hoffe es so sehr. Aber jetzt könnten wir uns praktisch schon den Hühnerstall leisten, wenn uns nicht das Holz fehlen würde.
heißt, wir sollten ein bisschen danach gehen, Holz zu holen. Also notfalls könnten wir auch hier runtergehen und da alles reißen. Das werden wir wahrscheinlich früher oder später auch machen müssen. Oh, ich habe den Maker bei Mani vergessen. Geht unsere Kuh halt erst morgen den Make. Ich hab eh nur normale Milch im Moment. Ich merke schon, wie nicht mehr geldgeil ich langsam werde. So, die Robin macht immer wieder ein, zwei Schläge. So, da brauchen wir auf jeden Fall schon mal nochmal einen Hopfen. Und dann kommt hier nochmal ein hier rein. Yes. So. Dann brauche ich einmal mein... Ja. So, ich hoffe einfach mal, dass uns keine Steine entgegenkommen. Das sind die Bäume, die wir abpumpen. Die gehören jetzt nicht mehr dazu. So, dann wird die einmal weggeschlagen. So, und der wird auch einmal weggeschlagen. Wir haben eine gemischte Saat bekommen. Also für den Herbst sind die jetzt alle schon, weil ich pflanze jetzt nichts mehr an für den Sommer. Macht die ganzen mehr. Aber ich möchte heute den Stream tatsächlich den Sommer fertig spielen, damit wir morgen dann mit dem Herbst beginnen können. Baum. So. Wenigstens bekommen wir viel Holz dadurch. Und es geht auch ebenfalls sehr viel schneller, seit wir das Ding haben, also seit wir die bessere Axt haben. Ich weiß nicht, wie wir länger da gestanden haben, versucht die Bäume zu fällen. Hier. Was für ein wunderschönes Gewitter. Wenn man einen Blitzer bleibt, dann passieren die irgendwie die Blitze nicht so. Ich weiß nicht, ob ich den anfassen sollte oder ihn umstellen sollte. Ich weiß nicht, ob das bei Gewitter so eine gute Idee ist. So. Haben wir da noch ein bisschen was weg? Ich weiß noch, als wir im Stream auf einmal so einen fetten Pilz im Garten stehen hatten. Okay, dann machen wir an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Stardew Valley. Bis dahin. Tschüss.